Halli und Hallöchen, meine lieben Freundchen. Und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play. Als der dunkle Herrscher Mordor die Schatten. Ochs als eine oh Art Gott, gegeißelte ich mir gerade mal, wie das Spiel heißt. Gut, gut, Linus. Sicher, dass sie sich durch Angst kontrollieren ließen. Ich nutze nur, was er geschaffen hat. So, wir haben ja letzte Folge erfahren, wie man Leute auf unsere seit alt genannte Königs Marvin hat den Schlüssel, um die wahre Macht des Ringes Ringerschaffers zu entfesseln. Diese Macht zu befehligen und zu beherrschen, stellt eine Armee auf und fordert die schwarzen Hauptmänner heraus. Okay, dürfen wir jetzt noch mehr auf unsere Seite bringen? Du zurück. Du bist noch nicht fertig. Woher wusstet ihr, wo ich dies finden kann? Er hat es mir gezeigt. Ihr habt mir nicht gesagt, was ihr von mir erwartet. Nur, dass du lernst, wozu du wahrlich fähig bist. Finde einen Ork-Anführer, mach ihn zum Häuptling und all seine Krieger sollen dir gehören. Und wohin soll ich diese Armee dann führen? Bring sie zu mir und ich zeige es dir. Oh. Shit. Die hat mal krasse Ideen. So eine alte Frau, die einfach sich mit Sauron anlegen will. Denkt sich so, ey Sauron, ich mach dich kalt. Marvin und wollte, dass wir eine Armee schaffen. Wir werden keine Armee errichten. Wir werden sie kommandieren. Wir müssen einen Uruk-Hauptmann finden und ihn zu einem der unsrigen machen. Nicht weit von hier ist ein Sklaventreiber namens Grublik. Er soll unserer Sache dienen. Okay, und um ihn werden wir uns jetzt kümmern. Oh, oh, oh. Weg von dem Monster. So, da hinten ist ein Sklaventreiber. Manometer, sieht das hier cool aus. Es kommt ja nicht auf vor, dass man einen Hauptmann sieht, der Angst hat. Aber ein Geruch jagt jedem Angehörigen Schrecken ein. Wo Sklaven gefoltert werden, finden wir auch diesen Hauptmann. Tack, tack, tack. Was war das für ein Geräusch? Keins. So und du sollst gehorchen. Hallo Leute. Fangt mal mit irgendwem Krieg an. Lauft ihr mir jetzt nach? Das wäre ziemlich episch. Der Tag ist wohl abgehauen. Folge meinem Willen. Okay, ja, die haben halt niemanden zum Angreifen, deswegen vermute ich jetzt mal, dass die keinen Stress schieben. Jo, das hat funktioniert. So. Grublik. Altgediegener Hauptmann. Wenn du einen Hauptmann beherrschst, halte LSTRG gedrückt und tippe Leertaste. Tippe Leertaste kannst du Rechtsklick drücken, um ihm einen Befehl zu geben. So kannst du deinen gebrandmarkten Hauptmann anweisen, einen anderen Hauptmann umzubringen oder sich einem Häuptling als Leibwächter anzubieten. Okay. Das klingt cool. Warte, wenn du einen Hauptmann beherrschst, halte linkes STRG und tippe Leertaste. Ich habe Durst. So, wir müssen jetzt. Hast du ihn je gesehen? Wer hat das nicht? Ich bezweifle, dass es in ganz Gondor einen majestätischeren Fluss gibt. Oh.
Was soll das denn? Der Tag! Okay. Dann zeig mal, was du von Schmerz verstehst! Schütze meinen Namen! Ich werde dich langsam aufschlitzen und jeden Stich auskosten. Denkst du? Zeit dich schreien! So was für dich! Zack. Und wir müssen halt irgendwie, glaube ich, erst alle seine Wachmänner ausschalten. Ich glaube kaum, dass wir mit dem Hauptmann da was anfangen können. Weil der halt schon schwer zu kontrollieren sein wird. Okay, jetzt können wir ihn kontrollieren. Zack, hier halten. In ihn reinbacken. Rechtsklick, um zu befehligen. Schickst du ihn gegen ein Häuptling ins Feld, wird der Hauptmann versuchen, sein Leibwächter zu werden. Drücke Leertaste. Überfalle Tat, indem du seine Festung schleichst. Du bist jetzt mein Mann. Es ist vollbracht. Er gehört uns. Dieser Hauptmann muss nun zum Leibwächter werden, wenn er je ein Häuptling werden soll. Es beginnt als bloßer Donnerschlag und wächst zu einem Sturm heran. So, wir werden diesen Kerl... erstmal ein paar Leute befreien. Meine Seite der Macht. Meine Seite der Macht. Bring das Licht! Geil. Sind es meine Männer? Oh, ich mag das. Ich finde das richtig geil. Richtig geil, dass wir das beigebracht bekommen haben, wie sowas geht. Richtig nice. Ich feiere das einfach extremst ab. Oh, der hat ganz viele Gebrandmarkte. Steht mir bei oder leidet durch mich. Verschwinde! Dir diene ich nicht. Ich muss Grublik dabei helfen, all seine Herausforderer zu besiegen. Du bist ja wohl einer der stärksten von denen. Endlich! Hast du das gehört? So, zack. Gut gemacht. Ich glaube, er ist weg. Höre meinen Willen. Unser Schützling setzt die Furcht als seine Waffe ein. Und wir sind sein unsichtbarer Freund. Ein Freund in den Schatten, der alles sieht. So gebührt es einem Elben. Oh ja. Wir sollten uns jetzt mal so fallen lassen. Mann, ich mach echt dummes Geklettere. So, hallo ihr Dudes. Schlagt ihn nieder, ein eiserner Junge! Sorry. Richtig, du feiger Wurm! Lauf! Unser Hauptmann kämpft tapfer für uns. Auf mein Geheiß wird er diese Uruks durch Mordor führen. Richtig nice. Ich feiere das einfach, wie wir unsere eigene Ork-Armee haben. Richtig geil. Leute, ganz ehrlich, es ist awesome. So wie ich das sehe, ist da die vorne die letzte Gruppe.
für mich und für den Herrscher Mordor. Was war das? So, du kommst wieder auf unsere Seite. So, du kommst auch wieder auf unsere Seite. So, du kommst auch wieder auf unsere Seite. Höre auf meinen Befehl! So. Aha. Lass lieber unseren Mann in Ruhe. Wir kämpfen hier nicht für irgendeine Sache. Ich habe die Schwachen unterworfen. Jetzt schließt euch mir im Sieg an. Jeglicher Widerstand wird mit Blut bezahlt. Auf das Blut an unseren Klingen. Richtig nass. Ja. Wir kämpfen für die wahren Uruks. Jetzt, da wir unseren Jäger haben, lass uns unsere Beute jagen. Okay, und die da wäre? Ist das episch. Okay, das werde ich, glaube ich, schaffen. Ich hoffe zumindest. Der Häuptling hat unseren Hauptmann erwählt. Und mit ihm seinen Tod. Nun müssen wir uns für die Schlacht in Stellung bringen. Okay, eine Schlacht. Episch. Also ich meine, hallo. Dieses Sklavenherz war zu zäh für meinen Geschmack. Herzen schmecken besser, solange sie noch schlagen. Hör nur ihre Worte. Abscheuliche wilde Bestien. Eben diese Grausamkeit werden wir uns zunutze machen. Gut, der war mal auf meiner Seite. Hab mir das Geräusch wohl eingebildet. So kommt man natürlich sehr gut voran. Ich mag diese Ruinen nicht. Sie sind gruselig. Ah, darüber. Immer wenn ich dort vorbeigehe, spüre ich, wie die Blicke der Toten auf mir lasten. Okay, du hast Probleme. Such mal lieber einen Arzt auf oder so. Der Häuptling versammelt die Wachen um sich. Der Grabwandler muss in der Nähe sein. Die alte Wache war wahrlich eine Bestie. Die neue Wache soll noch schlimmer sein. Wer soll Hackfleisch aus der alten gemacht haben? Hackfleisch? Ja. Es widert mich an. An dieses Übel habe ich meine Familie verloren. Dann über Rache, indem du dieses Übel gegen sich selbst richtest. Die Königin hat recht. Es ist klug, die Unbarmherzigkeit der Uruks gegen sie zu verwenden. So, sorry, Dude, aber... Kann ich zulassen, dass irgendwas ans Licht kommt, was ich hier mache? Okay, da hoch muss ich. Das schaffe ich ja. Zack. Ahaha. Yay. Wir klettern jetzt noch mal. Und dann eine Uruk-Schlacht. Oh mein Gott, das wird so cool. Das wird so cool. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Beide kann ich immer gut gebrauchen. Tat. Das Messer ist erschienen. Und wir erlernen jetzt erstmal eine Fähigkeit. Reduziert die Trefferschwelle für Hinrichtung Geisterblitz. Ja gut. Sowas habe ich gebraucht. Wir sind bereit für unseren letzten Schlag. Das war ein großartiger. Frag mich, was der sich immer so denkt. Ey, wo kommt der jetzt her? Bist du ja in ganzer verrottender Pracht. Du fällst förmlich auseinander. Das denkst du. Wenn meine Freundin... Ich find's gut, dass wir den Hauptmann auf unserer Seite haben kämpfen lassen. Wir werden dich
So. Dich will hier keiner haben. Und zack, dich holen wir mal auf unsere Seite. Und jetzt kämpf bitte für uns. Gib deinen Willen auf! Wenn ich nichts unternehme, schneiden sie unsere Marionette alle Strippen durch. Ich muss mich in den Kampf einmischen. Ich habe gerade die genialste Idee ever gehabt. Ich bin doch ein Genius, oder? Beim nächsten Mal, du dummer Schrack, geht es nicht so glimpflich aus. Wo haben die mich gerade? Aber nicht mehr lang. Oh, zack. Mich tust du nicht. Zack, komm. Du musst auch down gehen. Ich bin zu klug für dich. Verflucht seist du und deine Sippe. Okay. So. Oh, yeah. Bam! Unser Häuptling. Ich kämpfe für die dunkle Herrsche und ihr werdet für mich kämpfen. Dieses Gebiet gehört mir. Ich bin der stärkste Häuptling in ganz Mordor. Ich will meine Armee über ein Feld aus Schädeln. Unterwerft euch mir oder spürt meine Klinge. Marvins Plan hat uns große Macht verliehen. Macht sollte nicht verschwendet, sondern genutzt werden. Die Königin wird uns zeigen, wie. Marvins Strategie scheint aufzugehen. Nun können wir der Finsternis mit einer eigenen Armee entgegentreten. Ein Spiegel, der sich bereit macht, sein Ebenbild zu zerstören. Wir sollten zu Marvin zurückkehren. Sie wird uns mehr sagen können. Okay. Ja! Geht's dir gut? Wow. Oh ja. Ja. Jetzt, da ich dich endlich sehen kann. Oh, mein Kind. Deine Mutter befand sich in den Klauen eines sehr mächtigen Zauberers. Talion, es tut mir leid. Saruman brachte dich gegen meinen Willen her. Ich suchte seine Hilfe und wurde zu einer Gefangenen in meinem eigenen Körper. Was habt ihr in euren Visionen gesehen? Ich habe Saurons Diener gesehen. Den Turm. Und die schwarze Hand, sie bringen viel Leid. Falls du wissen willst, wo sie sind jenseits des Nonnenmeers. Ihre Armee. Wie stark?
stark genug, uns zu vernichten. Dann brauchen wir wahrlich eine Armee. Die Krankheit zehrt noch an dir. Ruhe nun, Mutter. Ich bereite unsere Abreise aus Mordor vor. Wow. Leute, das war der Hammer. Saruman ist ein Istari. Mit der Macht des Rings hätte er eine... Und nächste Folge. Werden wir uns jetzt um noch mehr Häuptlinge kümmern, denn ich will noch mehr haben und ich finde das geil. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte eine Bewertung da. Wir sehen uns nächste Folge wieder, meine lieben Freunde. Es macht mir immer wieder Spaß mit euch und ja, ich hoffe, es hat euch echt gefallen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Haut rein und ciao. So, das machen wir, glaube ich, dann. Tschüss.